Erstmal schönen Abend. Danke, dass ich hier sein zu dürfen. Ich habe viel Sache erlebt. Ich bin eigentlich 17 Jahre alt und komme ursprünglich aus Afghanistan. Und ich habe auch in den Iran gelebt. Und mein ganzes Leben ist, das merke ich, dass nur Reise. So auch in Deutschland. Ich habe über meine Kindheit geschrieben, ein ganz kurzes Buch, dass der zweite Teil gleich bald hoffentlich mit Finanzieren funktioniert. Das kommt raus. Als allererst will ich ein Gedicht lesen, aber über die Sache reparieren und kochen. Wir machen in Marburg ein großes Projekt. Wir bieten Kochkurse aus verschiedenen Ländern, aus dem Iran, Afghanistan, Syrien und so weiter. Und mein Bruder bietet auch den Tanzkurs in Marburg. Er war schon auch auf der Bühne. Er ist auch irgendwo hier, aber wollte heute nicht. Unser Projekt ist Rostams Welt. Das ist halt so. Unsere neue Welt für uns. Wir sind eine Familie, meine Cousin und mein Bruder ist da. Und wir machen neu die Projekte für die Marburger. Rostams Welt. Als ich klein war, lebte ich in Afghanistan. Afghanistan ist meine Heimat. Ich liebe es. Doch konnte ich da nicht lange bleiben. Mein Land kaputt, mit der Familie in den Iran, Gefahr und Flucht. Denn dort hatten wir oft nicht leicht die Chance auf Bildung und die Vorurteile. In diesem Land sind nicht alle gleich. Schon in jungen Jahren musste ich viel arbeiten. Zwar hatten wir viele Freunde und ein kleines Haus, trotzdem fühlte ich mich niemals zu Hause. Ich erlebte viele Höhen und Tiefen im Iran, ohne unsere Familie, ohne unsere Freunde in Isfahan, in der Gemeinschaft der anderen Afghanen, wäre der Zug meiner Familie schon lange abgefahren. Als nichts mehr ging, kam unser Baba mit einem Plan. Wir werden alle zusammen nach Deutschland fahren. Also machten wir den Weg in eine uns fremde neue Welt. Fand raus, was eine Familie zusammenhält. Ich werde eines Tages sagen, es war nicht einfach, doch habe ich es geschafft. Mein Buch hat übrig nur 50 Seiten. Eigentlich wollte ich ungefähr 150 Seiten haben, aber die Finanzierung geht nicht. Und ich habe so mich gefreut, das Buch alle Menschen zu lesen. Aber es hat nicht funktioniert. Aber zum Glück konnte ich den ersten Teil veröffentlichen. Es ist ganz frisch. Es wurde am Freitag angekommen und es ist meine erste Lesung hier, das ich mache in Marburg. Die weiteren Lesungen werde ich in ganz Deutschland machen. Die nächste ist in Oldenburg, Frankfurt, Gießen, wieder Marburg, Kassel, Leipzig, Jena und so weiter. Wenn jemand Interesse daran hat, kann gerne wiederkommen, weil ich hier nicht so viel Zeit habe und habe ich viel zu erzählen. Wenn jemand zum Uni in der Schule einladen will, kann jederzeit gerne machen. Und meine Facebook-Seite ist Rostams Welt. Vor der Tür ist ein Stand. Sie können eine Visitkarte abholen und das Buch kostet nicht. Wenn Sie wollen zum Spendium für den zweiten Teil bezahlen, können Sie gerne bezahlen. Aber eigentlich kostet nicht. Ich will nur die Menschen das Geschichte lesen und weitergeben, dass die alle verstehen, was für ein schönes Leben wir haben.
Wisst ihr eigentlich davon, was für eine Sprache ist? Persisch. Glaubt alle, dass Dari Persisch ist. Aber wir Afghanen sagen immer, dass Persisch unsere Sprache ist, weil niemand unsere Dari-Sprache kann. Dari ist eigentlich alte Sprache von Persisch. Jetzt, heutzutage, wird im Afghanistan und in Tadschikistan gesprochen. Aber leider, wir können nicht immer sagen Dari, deswegen sagen wir immer Persisch. Aber es ist, deswegen habe ich viele Sachen über Afghanistan erzählt, dass die alle auch Afghanistan eine Sichtweise, eine schöne Weise gucken und ein schönes Land, das ich ganz liebe. Über meine Mutter. Meine Mutter, auf Dari sagt man Mama, kümmerte sich um die ganze Familie. Sie ist 1970 in meiner Heimatort Sohrabi geboren. Ihre Mutter, also meine Großmutter, hat zweimal geheiratet, weil ihr erster Mann gestorben ist. In der ersten Mann Ehe hatte sie nur ein paar Kinder bekommen. In der zweiten Ehe wurde nur meine Mutter geboren. Alle in der Familie meiner Mutter waren sehr schüchtern, genau wie meine Mutter selbst. Obwohl ihre Familie ganz normale Leute waren, hatten sie weniger Kontakt mit anderen Menschen. Im Gegensatz zu meines Vaters Familie. Davor, bevor meine Mutter mit meinem Vater verheiratet war, hat sie sich nicht konnten. Als sie sich ich mit meinem Vater verlobt hat, kannten sich ich nicht, noch nicht. Deswegen haben die Freundinnen meiner Mama immer Witze gemacht und sie geärgert, dass ihr zukünftiger Ehemann bestimmt alt, verrückt und krank ist. Sie hat wegen ihnen viel geweint und ihre Mutter, meine Oma, sagte, ob denn stimme. Sie betonte aber immer wieder, nein, dein Mann ist ein sehr kluger Mann. Im Alter von 19 bzw. 23 haben sie dann geheiratet. Und meine Mutter ist zu meinem Vater umgezogen. Weil meine Mutter noch nicht viele Dinge konnte, hat Oma mütterlicherseits viel beigebracht. Von da an hat sie immer Hausarbeiten gemacht und es war viel Arbeit. Das würde ich jetzt Schluss machen, weil das Geschichte geht sehr, sehr lang und ich weiß nicht, wie viel Zeit noch ich habe. Höre ich? Echt? Wie viele Minuten noch? Oh, dann kann ich locker weiterlesen. Noch 3 Minuten. Oh. Okay, dann lese ich weiter. Oder erzähle ich weiter über die anderen Geschichte, was geht um das Buch? Ich höre oben. Die Kapitel ist so wurde geschrieben, dass die alle Kinder auch lesen können. Natürlich nicht der neugeborene Kind. Aber es ist einfach Deutsch geschrieben, weil ich auch nicht so gut Deutsch kann wie ein Autor. Jeder Kapitel ist mindestens 2 Seiten oder 3 Seiten, ist nicht so viel. Warum ich nach Deutschland gekommen bin, warum ich meine Heimat verlassen habe, ist alle eine große Geschichte und eine interessante Geschichte. Ich finde, das ist nicht traurig, dass ich mein Land verlassen habe. Davor habe ich viele andere Sachen erlebt und geschafft. Ich bin vor 2 Jahren war ich Analphabet und konnte ich meine Muttersprache nicht schreiben. Kann ich auch immer noch nicht schreiben. Der eigene Sprache, dass ich schreiben kann, lesen kann, nur Deutsch ist.
Deswegen freue ich mich immer, Text auf Deutsch schreiben, korrigieren und nur reden. Meine Muttersprache, wo mein Land wird, 49 Sprachen gesprochen, über 200 Dialekte. Wie kann ich alles lernen? Habe ich nur 10 Dialekte gelernt und nur Persisch und Dari und Deutsch auch dazu. Deswegen ist mein Land ein sehr interessantes Land, weil jede Ecke wird eine andere Sprache gesprochen und eine andere Kultur. Das ist für mich sehr interessant gewesen und ich freue mich sehr, dass ich wieder irgendwann gehen kann, weil jetzt heutzutage ist sehr schwierig hinzugehen. Ich habe in den letzten Tagen gehört, dass es 3 Anschläge gab. Aber eigentlich wollte ich nicht sagen, aber das ist halt so. Alle sagen zu mir, dass ich sehr jung bin, aber sehr erfahrener Mensch. Warum ich so bin? Weil ich meine Heimat Krieg ist und habe ich viel erlebt. So wie ich ist Millionen von uns ist immer noch so eine Geschichte hat und nichts Besseres. Jetzt, wir hoffen, dass es in der ganzen Welt Zufrieden gibt. Ein Applaus. Vielen Dank. Rostar!